Hallo, hier bei Cardos Lego. Es geht los. Wir bauen ein Kobi-Set. Also ich baue und ihr seid dabei, wenn ihr wollt. Und zwar eine Jak 3 und... Ich hätte gedacht... Ah, hier oben. Ich wusste doch, ich habe was gesehen. Aufkleber. Es gibt Aufkleber. Ich weiß noch nicht, ob ich die draufklebe, weil es nämlich sein kann, dass die über mehrere Teile gehören. Und über mehrere Teile klebe ich prinzipiell keine Aufkleber. Das ist so, kann man dann nicht mehr auseinanderbauen. Finde ich persönlich dann doof. Gut, aber vielleicht geht es auch ohne. Wir bauen es erstmal auf. Die kann man ja dann sowieso anbringen. So, Aufkleberblatt beiseite, Anleitung beiseite. Und erstmal hier gucken. Die Anleitung knickt sich ein bisschen doof. Deswegen mache ich hier mal so. So. Tüten aufreißen bzw. aufschneiden. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich meine Schere hingetan habe. Ich bin super vorbereitet. So, Schere zur Hand. Und dann schneidet man das einfach mal auf. So. Müll erstmal hier auf dem Boden. Und man sieht schon wirklich vieles nicht in den Tüten drin. Bisschen Platz muss ich trotzdem machen, dass hier auch alles auf den Tisch passt und ich noch einen Überblick habe. Und irgendwo muss ich ja dann auch noch bauen. So. Oh, schön bedruckt. So, das hier rüber, das hier hin. Hier war doch auch hier war noch so eine große Aufreißtüte. Mache ich jetzt einfach mal so. So, mache ich die großen Teile hier drüben mit hin. So. Jetzt geht es hier drüben weiter. Das sind wirklich nicht viele Teile in einer Tüte, aber gut, bleibt schön übersichtlich. Mich soll es nicht stören. Jetzt hätte ich fast die Schere runtergeschmissen. So, Propellerchen legen wir mal hoch hier hin. So, hier noch eine Tüte zum Aufschneiden. Vielleicht könnte man auch mal lesen, was hier steht, aber jetzt ist es zu spät. Propeller, ja, Propeller. Nein, nicht vermischen. So, jetzt bloß noch hier die Aufreißtüten. Oh. Da springt schon was weg. So. Gut, so also wird das irgendwie nichts mit bauen, sehe ich gerade. Ich muss das nach hier drüben verlagern. Mach mal so. So, drei Tüten haben wir noch. Das ist die nächste. Mache ich mal hier drüben hin. So. Sieht man jetzt zwar nicht, aber ich zeige ja dann die Teile. Und in den beiden scheint das gleiche zu sein, deswegen schütte ich die auf einen Haufen. Mache ich sonst nicht, aber in dem Fall ist das, denke ich, in Ordnung. Die sind bloß auf einer Seite gelöchert. Guck mal an. Wahrscheinlich, damit man die besser aufreißen kann. So. Gut. Bauschritt 1 wird recht einfach, denke ich. Hoffe ich. Die klemmen zusammen. So, und hier, das gibt es auch von Lego, aber hier steht jetzt Kobi drauf. Wenn man es richtig rumhält, kann man es sogar lesen. Kobi. Genau. So. Und eine 1x6 Platte drauf. So beginnen wir hier mit dem schönen Kobi-Flugzeug. Ah, hier diese Teileliste werde ich auch wahrnehmen. Das vielleicht ein bisschen besser zusammen machen. So, das brauche ich. Das gibt es bei Lego noch nicht. So ein Snot-Teil. So, davon brauche ich zwei. Und zwei kleine Fliesen. Hier ist was weggerollt. So. Okay, das kommt hier dran. Und das kommt hier drüben dran. Nanu. Ach so. Okay, gut, alles klar. Ich zeige euch gleich mal die Anleitung. Und zwar hier, schaut mal, so sieht es aus. Ich habe mich hier in Bauschritt 2 gerade gewundert, wo soll ich schon was Graues verbaut haben. Es sind immer bloß die Sachen farbig, die beim entsprechenden Bauschritt dazukommen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ist an sich eine super Idee. So.
Da haben wir irgendwo so ein Teil, wo der Propeller oder ähnliches dran kann. Hier, das gibt es auch von Lego. Und ich werde das heute wahrscheinlich noch oft mit Lego vergleichen. Das, ja, ist halt so. Ich bin Lego gewöhnt. Und diese Teile hier gibt es auch von Lego. Hier diese Snot-Teile. So, jetzt die zwei. Eine 2x2 Platte in Schwarz. Und zwei rote Fliesen. Sind die hier mit dabei? Ja. Da ist bloß eine. Schlecht. Ach nee, okay. Die haben hier unten so einen Punkt drin. Das ist bei Lego nicht. Deswegen war ich jetzt leicht durcheinander. So, das kommt hier hin. Au, Finger eingeklemmt. So, und hier zwei davon drüber. Und jetzt kommt auch hier ein bisschen Farbe ins Spiel. Ist doch schön. So. Hier zwei. Bitte nicht böse sein, dass es ein bisschen länger dauert. Ich baue halt zum ersten Mal Kobi, hatte ich ja schon gesagt. Und ich muss mich erstmal reindenken. Diese Teile. Habe ich überhaupt die Figur zusammengebaut? Eigentlich nicht, aber die ist auch hier gar nicht aufgelistet, dass man die bauen sollte. So, dafür ist das ja aufgelistet. So, und hier kommen diese Teile rein. So, Deko-Elemente. Genau. Und sowas hier gibt es von Lego auch noch nicht. Ich wollte es bloß gesagt haben. Nicht irgendwie, um Lego schlecht hinzustellen, sondern einfach, um zu vergleichen. Kobi hat dafür andere Sachen, nicht die Lego hat. Zum Beispiel die Lego-Figuren. Das kommt hier so dran. Das hier drüben. Und das hier hinten. Okay. So, ich sehe schon, das wird ein langes Vergnügen. Ach, das ist ja cool. Ich zeige gleich mal noch was in die Kamera. So, hier. Rote Fliese. Damit muss ich gleich noch was machen. Und sowas hier gibt es auch noch nicht von Lego. Interessant. Vierer Basis und zwei Nordmänner mit oben. So, und irgendwie. Ah, das ist sogar mit bedruckt hier. Das finde ich ja schön. So, lass mal gucken. Und zwar folgendes: Hier ist ein 1 zu 1 Ding. Hier steht ein kleines A. Hier steht ein kleines A. Anhalten. Und das ist die falsche Fliese. Das heißt, hier anhalten. Und das ist die richtige. Es passt. Also ist eine 6er Fliese. Finde ich sehr cool. Gefällt mir wirklich gut. Da kommt man auch nicht durcheinander. So. Warum das jetzt nicht komplett zu ist, wahrscheinlich damit man ein bisschen mehr zu bauen hat. Aber sieht doch schon mal ganz nett aus. So. Jetzt das. Was ist das? Sowas hier. Okay, eine Platte mit Noppen oben und unten. Auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, Kuch. Und es gibt noch mehr davon in Grau, in Rot. Hier. Noppen auf beiden Seiten. Das ermöglicht es uns natürlich unten auch schön was zu bauen. So, jetzt sind in Rot bloß noch die beiden Fliesen. Da brauche ich den Größenvergleich nicht mehr. Aber nett, dass er trotzdem da ist. So. Hier unten dran und einmal noch andersrum. Und so. So, jetzt hier die Teile. Das wird übrigens die Nase, würde ich sagen, vorne mit dem Rot. Ah ja, sehr schön. Schaut mal, ja, schaut mal, wie es der Kado nicht kann.
Ach, und die schließen im Vergleich zu den Lego-Schrägen komplett miteinander ab, wenn man die aneinander steckt. Und das ist jetzt halt die Unterseite, ne? Oder das? Ich kann noch gar nicht sagen, wo oben und unten ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier ist oben und das ist unten und wir können jetzt hier unten dran was bauen. Okay, jetzt wird was extra gebaut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich unterteile das in mehrere Bauphasen. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich beende jetzt erstmal, bevor das Video zu lang wird. Kann man sich entscheiden, ob man es länger anguckt. Die nächsten Teile kommen bald. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Kados Lego, Kobi, was auch immer. Bis denne und tschüss.